The Lucas Show Episode 11. Wir schauen uns in dieser Folge an, was das Gutachten für unser Projekthaus unter dem Codenamen Charlie Harper hervorgebracht hat, wie wir damit umgehen und was jetzt der Verkäufer dazu sagen wird. Let's get into it! Wir haben eigentlich drei Gutachten geplant, nämlich das normale Hausgutachten, das Radongutachten und die Termiteninspektion. Das Hausgutachten haben wir gemacht, das ist jetzt da, 58 Seiten, das schauen wir uns heute an. Das Termitengutachten ist auch da, Ergebnis ganz einfach zusammengefasst, kein Befall. Das Radongutachten haben wir gestrichen, weil das macht keinen Sinn, wenn das Haus bewohnt ist und die Bewohner lüften, was sie ja tun. Also Radon würde im Keller gemessen werden und wenn alle Fenster geschlossen sind, entwickelt sich in dem Haus über einen gewissen Zeitraum eine Konzentration. Das wird gemessen und das ist ein Ergebnis. Wenn aber allerdings in dem Haus Leute wohnen, die auch lüften, Türen aufmachen, zumachen und so weiter und so fort, dann stimmt die Konzentration unten im Keller nicht mehr, beziehungsweise ist nicht repräsentativ. Also haben wir beschlossen, vor Ort Radon streichen wir und wir machen nur Hausgutachten und Termiten. Hausgutachten haben wir gemacht, schauen wir uns jetzt an. Und hier das Mehrfamilienhaus, ein Triplex, also drei Apartments, Baujahr 1923 in Drexel Hill bei Philadelphia. Haben wir schon in Episode 9 und 10 uns angeschaut. In Episode 9 ein Deal in zwei Tagen und in Episode 10 bei dem Durchgang mit dem Inspektor. Und heute geht es genau um dieses Haus nochmal und zwar schauen wir uns diesmal das Gutachten an. Wir haben hier vorne so einen Wintergarten für das Apartment 1. Das ist Apartment 2 hier oben. Die haben nochmal so eine Porch. Und hier oben drin ist Apartment 3. Drei Apartments in diesem Haus. Wir haben eine Feuertreppe. Das ist kein Eingang, das ist nur eine Feuertreppe. Das ist das Gutachten, 58 Seiten. Und darum geht's. Also wir sind von oben nach unten durchgegangen. Dach, Porch, Außen, Fassade, Garage, unterm Dach, beziehungsweise das ist Apartment 3, Badezimmer Apartment 3, Badezimmer 2, 1, Küche 3, 2, 1. Hier nochmal die generellen Informationen. Das Haus ist 97 Jahre alt. Das ist ein Triplex, also drei Familien wohnen da. Geregnet hat es den Tag davor und am Tag der Inspektion. Das war gut für uns. Dann haben wir noch was gesehen, was im Keller wichtig ist, nämlich dass da Wasser reinkommt. Das war die Temperatur. Fangen wir beim Dach an. Das ist das Dach, also Asphaltrolle, beziehungsweise bei dem Slope, also bei der Neigung vom Dach, ist das hier der Rubber. Das ist wichtig, das muss es sein. Das Dach ist circa 10 Jahre alt und ist für 20 bis 25 Jahre gebaut. Was haben wir hier an Problemen? Also hier sieht man die Kategorisierung S, F, P, N, A, N, I. Und das steht für Satisfactory, Fair, Poor, Not Applicable und Not Inspected. Also alles, was bei P ist, muss man sich anschauen, alles andere, das Haus ist 100 Jahre, also Old House Problems, das ist das, was der Inspektor immer sagt. Deswegen gucken wir uns mal bei P alles an. Und hier hat er schon festgestellt, dass die Regenrinne, beziehungsweise das Fallrohr, dass die verstopft sind, dass da Müll drin liegt und dass die nicht gelevelt sind, das heißt, dass da auch Wasser drin steht, also hier der Slope ist nicht korrekt gewesen. Und das sehen wir hier nochmal auf den Bildern. Also hier sehen wir, hier steht das Wasser drin, Laub und den Müll, beziehungsweise den Dreck, der da drin liegt. Und das hat er alles dokumentiert, dass es da nicht ablief, beziehungsweise runtergetropft hat. Dann war der nächste Punkt das Porch Roof, also das Dach vorne drauf. Auf dem Wintergarten von Apartment 1 ist die Terrasse von Apartment 2. Und da sehen wir, dass es 10 Jahre circa alt ist, beziehungsweise älter. Und das ist jetzt genau am Ende seiner Lebenszeit angekommen. Das heißt, wir sind drüber gelaufen, haben uns angeschaut, es gibt ein paar Löcher drin, wo das Wasser steht. Also es gibt Löcher im Dach konkret, wo das Wasser reinläuft und steht. Und es gibt kein undichtes Dach, aber es gibt Stellen, wo Wasser nicht abläuft, weil die Neigung von dem Dach eben nicht so ist, dass es überall direkt ablaufen kann, sondern dass da einfach Wasser steht. Und das hat er auch gesagt, dass er hier sieht, dass das Water is ponding und dass das auf diesem Dach einfach steht und nicht abläuft und die Gefahr besteht, dass das durchläuft. Also empfiehlt er hier, sich das Ganze nochmal mit einem Dachspezialisten anzuschauen. Und hier sehen wir die Fotos dazu. Also hier steht das Wasser, das läuft nicht ab. Hier gibt es zwar eine Dachrinne, das weiß ich, ist die Dachrinne. Aber das Wasser steht hier, es läuft nicht ab. Und hier nochmal genauso, das kennt man jetzt vielleicht nicht gut auf dem Bild. Aber hier sieht man es besser. Stehendes Wasser auf einem Dach ist natürlich ein Problem für die Wohnung drunter.
Siding Asphalt-Shingles. Hier hat er nochmal ein Problem gesehen, und zwar war das oben an einem Dormer, an einem Erker, waren die Asphalt-Shingles, also die Seiten-Shingles waren ab und sind runtergefallen, beziehungsweise das Seal, wo der Erker ins Dach übergeht, das stimmt nicht mehr richtig. Hier sehen wir das, also das ist der Erker. Hier sieht man, dass dass die Schindeln abgefallen sind und hier unten auch schon in der Dachrinne drin liegen. Das Caulking, also diese Isolierung, das ist ein Fenster, die Isolierung um die Fenster herum, die ist nicht mehr richtig. Das müsste man nachziehen bzw. neu machen lassen, ist aber nicht so ein gravierendes Problem. Gehen wir auch schon durchs Badezimmer im Apartment 3. Das ist alles fair, also alles in Ordnung. Noch ein kleiner Hinweis von mir: Der Inspektor bewertet nicht die Hygiene, das werden wir gleich sehen, sondern er bewertet nur die Funktionalität und das Vorhandensein. Also wenn was verdreckt ist, dann interessiert ihn das nicht, solange es spült zum Beispiel. Ja? Das hilft beim Verstehen dieses nächsten Bildes. Und zwar haben wir hier, wenn man einfach jahrelang duscht in einer Dusche, das Zimmer, die Dusche, das Badezimmer nicht lüftet, weil auch keine eingebaute Lüftung drin ist, dann sieht das genau so aus. Von außen ist das isolierte Rückwand und ja, dann bildet sich da halt der Schimmel. Ne? Stört den Inspektor nicht, weil das Wasser läuft ab, das Wasser kommt und das Wasser wird warm und das war das, was er gecheckt hat. Wenn euch diese Themen gefallen und ihr dazu mehr wissen wollt, dann lasst mir auf jeden Fall ein Like da, schreibt mir in die Kommentare, was ihr wissen wollt und abonniert den Kanal, dann verpasst ihr keine Folge von Charlie Harper, beziehungsweise ob wir es kriegen und ob wir andere Objekte kriegen im Apartment 2. Und hier haben wir jetzt auch wieder die Ventilation, ist ein Problem, dass das Badezimmerfenster konnte nicht getestet werden, das war zu gemalt, also der Rahmen war übermalt, so dass es eigentlich gar nicht aufgemacht werden kann und das müsste man wieder reparieren lassen. Das heißt, das Badezimmer hat keinen Dunstabzug bzw. keine Belüftung, außer das Fenster, was übermalt ist, und die Tür. Und wenn man das eben nicht aufmacht, dann kann es sein, dass sich da auch Schimmel bildet, aber war in dem Fall noch nicht zu sehen. In der Küche unten gab es nur eine Beanstandung, und zwar, dass der Dishwasher, also der Geschirrspüler, nicht mehr funktioniert. Hier haben wir ein Problem, und zwar waren Zeichen von Wasser da. Also Wasser von der Wand und Wasser aus dem Boden hochgedrückt. Was in diesem Haus eben nicht da ist, ist eine Drainage. Und diese Drainage, das Fehlen der Drainage, bemängelt er hier als fehlerhaft. Also wir sehen jetzt hier das auf den Bildern ein bisschen, dass es unter dem Heizöltank da steht Wasser. Also es ist kein Heizöl, sondern es ist Wasser. Und da rosten auch die Füße vom Heizöltank. Das ist hinter der Heizung. Hier kommt Wasser durch die Ecke rein, also von außen. Das hat er bemängelt. Hier kommen wir jetzt zu den Elektrikthemen im Keller. Das ist genau das, was ein Problem darstellt. Und zwar haben wir hier den Verteilerkasten. Der ist ein bisschen unterdimensioniert, also die Sicherungen sind unterdimensioniert. Die Verkabelung, das sogenannte Knob and Tube ist, also dieses Knopf und Röhre, das sind Keramikknöpfe und Keramikröhren durch das Holz durch. Und das scheint die Originalverkabelung im gesamten Haus zu sein. Also wir haben es oben entdeckt in dem Apartment 3 unterm Dach. Und das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass in diesem gesamten Haus noch die alte Verkabelung ist, ist relativ hoch. Jede Steckdose, jeder Lichtschalter und jede Lampe an der Decke oder Ventilator, was auch immer, muss rausgemacht werden. Es muss geguckt werden, ob dahinter dieses Knob and Tube noch ist, also die alte Kabelung, nicht geerdet. Das sind nur zwei Adern. Und wenn das da ist, muss das rausgemacht werden und durch neue Kabel ersetzt werden. Hier sehen wir das ganze Knob and Tube. Das ist genau das Problem an der Sache. Also hier sind die alten Kabel, die kurz vor dem Sicherungskasten aufhören und dann in neue übergehen und in den Sicherungskasten enden. Also der letzte halbe Meter ist neu verkabelt und das ist noch das Original. Und das sieht dann im Haus genau so aus. Also das sind die Knobs. Und um diese Knobs herum ist dieses zweiadrige Kabel, was nicht geerdet ist und das geht durchs ganze Haus. Das alte Kabel ist noch heiß, wie man hier sieht. Da ist noch Strom drauf und das muss komplett entfernt werden und abgeschaltet werden und sicher gemacht werden. Und da sieht danach das Haus aus wie ein Schweizer Käse, weil überall reingepickert werden muss, um die Kabel loszumachen, rauszuziehen und durch neue zu ersetzen. Und danach muss natürlich wieder zugemacht werden. Wir würden es einpreisen, aber ob der Verkäufer da mitgeht, das weiß ich noch nicht. Was wir jetzt in dem Gutachten gesehen haben, sind zwei große Probleme. Das eine ist das Wasser im Keller, was wichtig ist, was gleich behoben werden muss. Und das andere ist die Elektrik. Warum ist die Verkabelung mit Knob and Tube ein Problem? Also, erstens ist es ein Feuerproblem, also es ist eine Feuergefahr da, wenn jemand zum Beispiel die alte Verkabelung bis in die Wohnung hat, in der Wohnung eine neue Steckdose dran gefummelt hat und ein weiteres Outlet, also eine neue Steckdose oder Lichtschalter, was auch immer, rangebaut hat,
Dann ist das natürlich ein Feuerproblem, weil genau dann die Kabel reiben würden und heiß werden und das könnte abbrennen. Und deswegen sagt die Versicherung, das kostet dich extra, da musst du drauflegen. Und deswegen sagt auch die Bank, wenn du noch einen Tube im Haus hast, dann zahlen wir dir auf jeden Fall nicht den Preis, den du haben möchtest und finanzieren das nicht mit, sondern wir machen eine eigene Evaluierung, ein eigenes Assessment von dem Haus, was weiter unten ist. Das heißt, wenn noch ein Tube im Haus ist, wird das Ganze teurer für alle Beteiligten. Und wenn wir es beheben, ist es auch nicht ganz günstig, denn Knob-in-Tube beheben heißt, jede Steckdose aufmachen, jeden Lichtschalter aufmachen und jedes Lampenelement, was auch immer, aufmachen, Kabel austauschen, neue Kabel ziehen. Austauschen und ziehen ist das eine, das heißt, das kann der Elektriker machen, aber dann muss hinter dem Elektriker immer jemand herarbeiten, der diese alte Plaster-Sidings, also diese Wandversiegelung und diese alten Plasters, wieder neu macht. Das kann man nicht einfach mit ganz normaler Trockenbauwand überpinseln und verkleiden und versiegeln, sondern das muss genauso gemacht werden, wie der Rest der Wand ist, weil sonst sieht man auf jeder, in jedem Loch, wo sie es gefixt haben, wo das war. Und das Haus sieht, wenn die Elektriker durch sind, aus wie ein Schweizer Käse. Das heißt, es ist wichtig, erstens, dass es gemacht wird und zweitens, dass es richtig hinterhergearbeitet wird. Und bei 3 Etagen, bei dieser Größe vom Haus, reden wir hier von einem nicht unerheblichen Betrag. Und natürlich gehen wir jetzt damit um, dass wir sagen, lieber Verkäufer, Wasser im Keller und Elektrik. Wir wissen, du kannst es in den nächsten 3 Wochen bis zu unserem geplanten Closing Anfang Dezember nicht beheben. Unsere Aussagen oder die Aussagen unserer Elektriker sind Betrag X und diesen Betrag würden wir jetzt von dir gerne haben, beziehungsweise ziehen wir vom Kaufpreis ab. Wir reduzieren unseren Angebotspreis um genau diesen Betrag, damit das für uns am Ende noch eine Sache ist, die funktioniert. Wird eine heikle Diskussion. Der Verkäufer war schon von den Ergebnissen der Inspektion jetzt nicht so begeistert. Mal schauen, was rauskommt. Bleibt spannend. Ihr habt bis zum Schluss durchgehalten. Vielen Dank dafür. Wenn ihr mehr wissen wollt, schreibt mir in die Kommentare, was ihr wissen wollt. Wenn das Thema euch gefallen hat, lasst mir ein Like da, abonniert den Kanal, dann verpasst ihr keine weitere Folge. Und wie es mit Charlie Harper weitergeht, ich halte euch auf dem Laufenden. Vielen Dank und bis dahin.